Recording in progress. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Filmabend zu Pestiziden auf dem afrikanischen Kontinent und einem Gespräch mit der Filmemacherin Katja Becker und Gästen aus Nairobi und Abuja. Ich bin Beate Adolf und arbeite im Afrika-Referat der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Thema Pestizide begleitet uns vielfältig diese alternative Grüne Woche, etwa mit dem gerade erschienenen Pestizidatlas oder der Veranstaltung am Donnerstag, in der es um politische und rechtliche Schritte für einen Exportstopp von in Europa bereits verbotenen Pestiziden geht. Heute aber führt uns der Film Toxic Business mitten hinein in die Gemüsemärkte und auf die Felder Kenias und wir gewinnen einen Eindruck, wie internationale Saatgut- und Pestizidhersteller Kleinbauern und Bäuerinnen als Kunden ansprechen und sich neue Märkte erschließen. Unter dem Druck einer wachsenden Bevölkerung und notwendiger Produktivitätssteigerung setzt auch die kenianische Regierung auf den aus der Grünen Revolution bekannten Mix aus Pestiziden, Dünger und Hochertragssorten. Unser Film zeigt eindrücklich, welchen Erfolg sie damit hat, aber auch, dass die Menschen in der Landwirtschaft, auch in Kenia, das Modell immer mehr in Zweifel ziehen, Alternativen suchen und diese erproben. Kenias Medien berichten über die doppelten Standards Europas und den European Green Deal, der eine Reduzierung von Pestiziden vorsieht und der bei den Verhandlungen zwischen AU und EU im Februar eine Rolle spielen wird. Bevor der Film losgeht, möchte ich Ihnen noch Dr. Silke Bollmer vorstellen, die das anschließende Gespräch moderieren wird. Also sie wird nach dem Film dann übernehmen. Sie ist Ökotoxikologin, lebte lange in Kenia und hat für unsere Büros in Nairobi, Kapstadt und Abuja Daten zum Import der in Europa verbotenen Substanzen zusammengestellt und die Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlich begleitet. Herzlich willkommen später, Silke. Also freuen Sie sich auf den Austausch und bleiben Sie nach dem Film bei uns. Jetzt wünsche ich erstmal viele interessante Eindrücke und Informationen. Und es bleibt mir nur zu sagen, Film ab, bitte. Weltweit hungern über 800 Millionen Menschen. 10-mal so viele, wie Deutschland Einwohner hat. Trotz einer globalen Produktionssteigerung nimmt ihre Zahl weiter zu. Und das, obwohl bei einer gerechten Verteilung jeder Mensch satt werden könnte. Die
Die internationalen Saatgut- und Pestizidhersteller werden nicht müde, im Kampf gegen den Hunger auf ihre Lösungen zu pochen. Gerade in Entwicklungsländern, wie hier in Kenia, wollen sie dafür die traditionelle Landwirtschaft abschaffen. Und die Gesetze, die diese beschützt, am liebsten gleich mit. Doch mit welchen Produkten sind sie hier auf dem Markt? Und sind ihre Ansätze tatsächlich die besseren? Welche Alternativen gibt es in einer Welt, in der Bevölkerungswachstum und Klimawandel zu immer größeren Konflikten führen? In Kenia wird Gemüse an kleinen Marktständen eingekauft, die von einem Tag auf den anderen entstehen und über Nacht verschwinden können. Woher die Nahrungsmittel kommen, lässt sich kaum nachvollziehen. Genauso wenig, wie gesund das Essen ist. Wie überall auf der Welt gilt auch hier: Der Preis muss stimmen, das Produkt gut aussehen. Für den kenianischen Experten Daniel Maingi von der Kenya Food Alliance ist das Grund zur Sorge. Er befürchtet, dass Bauern viel zu oft hochtoxische Pestizide einsetzen, in der Hoffnung, ihre Ernteerträge so steigern zu können. Die wenigsten von ihnen sind sich im Klaren über die richtige Dosierung oder Wirkungsweise. Er will Klarheit. Welche Gifte holen sich die Menschen hier auf ihren Teller? We bought some vegetables today. They're looking good, but because it's an open market and the sources are not very clear, I really want to know what chemicals are on all these produce. And so I'm going to use the local institutions to try and test this produce to see what's on it. In Kenia leben rund 70% der Menschen als Kleinbauern, die eine durchschnittliche Landfläche von unter einem Hektar bewirtschaften. Moderne Gerätschaften wie Trecker, Silos und Erntemaschinen können sich die wenigsten leisten. Hilflos stehen sie oft den Naturgewalten gegenüber, bei denen ihre Felder vertrocknen, überschwemmt oder von Schädlingen vernichtet werden. Mit der Rückendeckung der Regierung versucht die Industrie, die Kleinbauern in die chemische Landwirtschaft zu bringen und von den Vorteilen von modernem Saatgut, chemischem Pflanzenschutz und Düngemitteln zu überzeugen. Agrarshops in dörflichen Regionen führen inzwischen ein buntes Sortiment und preisen einen giftigen Cocktail für jedes Problem an. Mit diesen Produkten, so das Versprechen, soll in Zukunft niemand mehr hungern müssen. What we know is that the population is growing. Africa is expected to grow by almost to double what we have, the current population. Even Kenya, for example, in the next few years, we will be looking at a population of 70 million. So what can we do such that at 2050, we'll have enough food? So one of the things would be, if the land is not increasing, then we should come up with new ways of doing, of producing more. Can we use the same acreage to produce more? Can we use new technologies, maybe greenhouse technology or any other technology? It has happened in some parts of the world. So can we see what has happened in that part of the world and scale it up and use it in other parts of the world? So if we can do that, then I think it is possible. Daniel Maingi beobachtet die Lobbyarbeit der Chemiebranche in Kenia kritisch. Aus seiner Sicht ist es höchste Zeit, eine Gegenbewegung zu schaffen. Er will bei den Konsumenten anfangen, ihnen zeigen, welchen Gefahren sie von der Industrie ausgesetzt werden. Er hofft, dass es durch die Konsumenten zu einem Kurswechsel in der Landwirtschaft kommen kann. Ähnlich wie in Deutschland, wo der Markt für Agrarchemikalien mittlerweile immer kleiner wird.
Deswegen bringt er das auf den Straßenmärkten gekaufte Gemüse in das Labor für Lebensmittelsicherheit der Universität von Nairobi und lässt es hier untersuchen. We have some samples that we bought from the market, so we want to ask that the Department of Public Health helps us check them, yeah, and whether there are any, they may have any harm to our health. Okay, let me see what. As a Food Alliance Network of Kenya, we said, let's begin to look at this from an evidence-based approach. Let's approach the Department of Public Health, Pharmacology, Toxicology, to help us test, and we hope maybe we'll be able to go back now to the consumers and the farmers and create awareness. The issue of food safety in Kenya is beginning to become important. We've had issues of consumers and farmers, small-scale farmers, who are badly affected. They have various forms of cancers. They have a lot of allergies that are developing, that are cropping up. And that effect has actually skyrocketed. The threat is real. These chemicals have been associated with so many adverse effects which the public may not be aware. So keep it up, and we promise to collaborate with you. What is this business that we are doing, allowing so much chemicals to be sprayed on our vegetables, our fruits, our tomatoes, everything? And what exactly is the effect that is happening, that is that we are pushing onto the people and onto the environment? Genau diese Frage treibt auch die Umweltwissenschaftlerin Silke Bollmor um, die seit einigen Jahren in Nairobi lebt. Sie hat sich die hier registrierten Produkte genauer angeschaut und ist auf schockierende Ergebnisse gestoßen. Von rund 700 Agrarpestiziden, die aus der ganzen Welt importiert werden, wären über ein Viertel wegen ihrer Wirkstoffe in Europa illegal. Die 173 Produkte, die von Bayer, Syngenta und BASF stammen, sind davon keine Ausnahme. Jedes dritte Pflanzenschutzmittel aus Europa wäre in Europa verboten. Dass diese Konzerne bewusst in Absatzmärkte gehen, in denen es keine Schutzprogramme gibt, bereitet Silke große Sorge. Es gibt keine Monitoringprogramme für Flüsse, für Böden, für Bienen, für Insekten, so wie es Langzeitmonitoringprogramme, so wie es die in Europa gibt. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir vor einem Umweltproblem stehen oder nicht, weil wenig Daten aufgenommen werden und gerade auch im Wasserbereich wenig Daten aufgenommen werden. Wenige Pestizidanalysen durchgeführt werden. Es gibt wenig Labore, die Analysen sind zu teuer und wieder, es gibt kein Bewusstsein dafür, weder von der Regierung noch von der Bevölkerung. In den Regalen der dörflichen Agrarshops stapeln sich die in der EU verbotenen Pestizide. Bayer-Produkte wie Anthracol, Basta oder Milras. BASF-Produkte wie Kadre oder das Syngenta-Pestizid Primagram mit dem Wirkstoff Atrazin, der in Deutschland seit 1991 und in der Schweiz seit 2007 verboten ist. Es handelt sich nicht nur um ein Produkt, ein Versehen. Man könnte dahinter eine Strategie vermuten, um aus alten und gefährlichen Wirkstoffen Profit zu schlagen, solange sie in dem Entwicklungsland noch zugelassen sind. Ein US-Gericht hat die Bayer-Tochter Monsanto zu Schmerzensgeld verurteilt, weil ihr glyphosathaltiges Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursacht haben soll. Bayer shares plunged earlier by the most in 15 years. Investors weighing the potential costs of a protracted legal battle after newly acquired Monsanto was hit with $289 million in damages. The case was filed back in 2016 when Mr. Johnson alleged that Monsanto's weed killers caused him non-Hodgkin's lymphoma. Now a judge expedited the case due to the severity of his illness, and Johnson has only a few months to live.
In Amerika ist Johnson einer von tausenden an Krebs erkrankten Klägern, die mit dem Wirkstoff Glyphosat gearbeitet haben. In Europa wird immer wieder über ein Verbot gestritten. In Kenia ist wenig davon zu spüren. Glyphosat ist ein absoluter Verkaufsschlager. Der Wirkstoff ist in 68 Produkten enthalten. Unter anderem in dem Produkt Roundup von Bayer und Touchdown von Syngenta. Industrienahe Studien weisen darauf hin, dass bei richtigem Schutz keine Gefahr besteht. Doch auf den Produkthinweisen von Glyphosat wird auf keine Krebsgefahr hingewiesen. Es wird nur als geringfügig gefährlich eingestuft, gekennzeichnet durch ein grünes Label. Joseph hat vor einigen Jahren an einem intensiven Training vom Ministerium teilgenommen und ist ausgebildeter Sprayer. Er wird häufig von anderen Dorfbewohnern beauftragt, auch das Herbizid Glyphosat zur Unkrautvernichtung mit seiner Giftspritze auf die Felder zu bringen. Früher musste das Unkraut mit schwerer körperlicher Handarbeit herausgerupft werden. Nicht nur der Sprayer setzt sich den toxischen Gefahren der Produkte aus, die ganze Familie ist betroffen. Denn insbesondere in kleinbäuerlichen Regionen liegen die bewirtschafteten Felder direkt an den Häusern. Die Felder sind oftmals so klein, dass kein von der Industrie angedachter Mindestabstand zum Schutz der Familie oder auch von Fließgewässern eingehalten werden kann. Besonders hoch ist das Risiko für schwangere Frauen, wenn sie in Regionen leben, in denen Insektizide eingesetzt werden. In den USA wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren beobachtet, dass es in entsprechenden Gebieten zu zahlreichen Frühgeburten kam und Kinder oftmals einen geringeren Intelligenzquotient besaßen. Besonders dramatisch ist der Produktwirkstoff Chlorpyrifos. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit Autismus geboren werden, verdreifacht sich durch seine Anwendung. Das Gift wurde 2009 in Deutschland für den generellen Einsatz verboten. In Kenia sind 28 Produkte mit genau diesem Wirkstoff registriert. Unter anderem das Produkt Bulldog Star von Bayer. Viele Pestizide stammen aus Europa, werden hier entwickelt und durchlaufen ihr erstes Zulassungsverfahren. Aufgrund von Geheimhaltungsklauseln und Urheberrecht bleiben die Unterlagen, die Sie für die Bewertung Ihrer Produkte einreichen müssen, Verschlusssache. So können kritische Politiker wie Maria Heubuch nur mutmaßen, wieso einige Produkte nicht vom Markt genommen werden und wie gefährlich diese wirklich sind. Der große Knackpunkt bei den Zulassungen von Wirkstoffen ist bei uns die Transparenz. Es ist nicht transparent, welche Studien herangezogen werden. Es ist nicht transparent, die Studie selber. Also unabhängige Wissenschaftler können es nicht überprüfen. Es ist im Grunde genommen ein Mauscheln zwischen den Konzernen und unseren Behörden. Also ich muss es fast schon so nennen. Wenn unsere deutsche Bundesanstalt für Risikobewertung für eine Zulassung, jetzt nehme ich das Beispiel Glyphosat, weil es einfach jetzt überall präsent ist, für eine Zulassung Copy-Paste macht von den Studien des Herstellers, in dem Fall Monsanto. Und dann, ich meine, das ist ja immer noch einigermaßen legitim, wenn ich die Quelle habe
und dann noch die Quelle schwärzt, also die Quelle rausnimmt, dass es so aussieht, als wäre das jetzt eine Erkenntnis von der BfR, dann ist es schlicht und einfach unwissenschaftlich. Und das darf nicht passieren. Um mit den Chemieprodukten die Kleinbauern in den Entwicklungsländern zu erreichen, veranstaltet die Agrarindustrie große Expo-Events. Farmer aus der Umgebung werden mit Bussen gebracht. Sie kommen in der Hoffnung, hier Produkte für schnellere und erfolgreichere Landwirtschaft finden zu können. I came here so that I can acquire a little more knowledge, so that I can produce more, and I develop where I'm weaker in my family, in my farm, so that I can produce more. And I get more knowledge from other farmers who are better than me. Mit lustigen Tanzeinlagen versuchen die großen Produzenten wie Bayer oder Syngenta, die Gifte an die Bauern zu bringen. Die Aussteller sind von ihren Produkten überzeugt. Ihre Message ist klar. Der Anwender braucht sich keine Gedanken zu machen. Für Sicherheit sorgt der Konzern. You make sure so the product you are bringing is safe to the environment in the sense that it doesn't interfere with any other living creature in the environment. If you are targeting insect, let it be the target insect, and we make sure the product is registered and the farmer is aware and uses it in the right way. Daniel von der Kenya Food Alliance hat ebenfalls den Weg zur Expo gefunden, um sich ein Bild zu machen, welche Produkte die Konzerne hier anpreisen. Für Probleme gibt es zwar viele verschiedene Produktlösungen, aber oft einhergehend mit hochgiftigen Mitteln. When you see those chemical companies competing for the attention of the farmers, it's very interesting because one has one solution, another one has multiple solutions for that same problem. Unfortunately, what you're not seeing is farmers who are talking about alternative methods. It's all about selling and selling solutions for the same problem. Bislang erwirtschaften die Konzerne weniger als 6% ihres globalen Pestizidumsatzes in der afrikanischen Landwirtschaft. Das bedeutet riesige Profitmöglichkeiten auf dem Kontinent. Und es sieht gut für sie aus. Allein in Kenia vervierfachte sich der Import von Pestiziden in den letzten 15 Jahren. Bayer verspricht dabei, die besten und modernsten Produkte auf den Markt zu bringen. Innovation is very key for us right now as Bayer as a company, bringing in something new that can offer solution to the farmer. Moderne Produkte, das könnte man auch anders sehen. Viele Wirkstoffe wie die auf der Messe präsentierten Pestizide Roundup, Milras oder Senkor stammen aus den 70er Jahren. Ihre Genehmigungen sind auf dem europäischen Markt stark in der Kritik. Auch das Syngenta-Produkt Actellic Super gehört zu diesen zweifelhaften Produkten. US-amerikanische Behörden stufen dessen Wirkstoff Permethrin als möglicherweise krebserregend ein. In der EU wurde es vom Markt genommen, weil es hochtoxisch für Fische und Bienen ist. Und auch in dem Herstellungsland Schweiz ist der Wirkstoff seit 2007 verboten. Doch bei kenianischen Bauern wie Lydia ist Actellic Super trotzdem sehr beliebt. Sie schützen damit ihre Ernte gegen Schädlinge und deren Larven. Leider gibt es Nebenwirkungen. After you have applied the powder, you don't just start consuming immediately. You have to wait for about 2 months or even more before you start consuming, so that that powder the strength don't affect you so much. But if you just use immediately, you have some side effects on your body or in the stomach. Kritiker nennen diese Verkaufsstrategie einen doppelten Standard.
in Anlehnung an die doppelte Moral, die dieser zugrunde liegt. Während die Gefahren einer Krebserkrankung, Schädigung von Wasserorganismen oder Bienen zu groß für den eigenen Markt in Europa sind, lässt es das europäische Recht zu, diese Gifte trotzdem an andere Länder außerhalb der EU zu verkaufen. Und die Konzerne machen davon nur allzu gern Gebrauch. Auf Anfrage gibt Bayer an, dass die EU-Verbote für den Export nach Kenia nicht relevant sind, denn sie richten sich an den OECD-Ländern aus. Bayer verkauft ausschließlich Produkte, die in einem OECD-Land registriert sind. Übersetzt bedeutet das, dass für den Export nach Kenia immer der schwächste Standard eines dieser 36 Länder gilt. Je nach Politik und Land variieren die einzelnen Produktverbote. Doch der Export nach Kenia muss erst dann gestoppt werden, wenn in allen 36 OECD-Ländern ein Verbot existiert. Ein denkbar schlechter Schutz für den afrikanischen Markt. So wurde auch in einer Studie von 2014 festgestellt, dass die Anzahl der in den OECD-Mitgliedstaaten vom Markt genommenen Wirkstoffe stark variierte und kein einziges Produkt gefunden wurde, das gleichzeitig in allen Ländern verboten ist. Dann frage ich mich, wollen wir der Totengräber in anderen Regionen dieser Welt sein? Ich will das nicht. Ich will mich daran auch nicht beteiligen. Also es sind Doppelstandards. Wenn wir hier in Europa sagen, wir verbieten diesen Wirkstoff wieder, weil wir entweder gesundheitliche Probleme sehen oder Umweltprobleme, dann ist es doch unglaublich, dass wir es trotzdem exportieren. Also für mich ist das eine Doppelmoral, die so nicht sein kann. Eine solche Doppelmoral findet sich in der Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide. In vielen Ländern Europas wurden entsprechende Produkte vom Markt genommen, aus Sorge um Bestäuber wie Schmetterlinge und Bienen. Alleine in Deutschland haben Wissenschaftler einen alarmierenden Rückgang von 75% aller Fluginsekten beobachtet. Eine große Gefahr für die Ernährungssicherheit, die mit diesen Pestiziden in Verbindung gebracht wird. In Kenia gibt es noch Wildbienen. Beeindruckende Schwärme, die sich hier und da ansiedeln. Die Leiterin des Bieneninstituts des Ministeriums für Landwirtschaft und Tierhaltung, Grace Asiko, kennt die große Bedeutung der kleinen, sensiblen Lebewesen für die Ernährungssicherheit. Aussagen über die Bienenpopulation sind schwierig. Ein flächendeckendes Beobachtungsprogramm für die vorhandene Anzahl der Insekten gibt es in Kenia nicht. When I was growing up, I used to be more often stung by the bee than now, because I would go around a tree playing, not knowing that there's a colony inside. When I put my hand in a depression, definitely there were bees almost everywhere. This time round, I see as if kids play so much, and I don't see them saying they're stung. So which means definitely the space for bees is limited. Die Wichtigkeit der kleinen Insekten ist unbestritten. Für Grace ist es eine Herzensangelegenheit, Kleinbauern davon zu überzeugen, auf ihren Landflächen Bienenstöcke aufzustellen. Sie will ihnen die Angst vor den Bienen nehmen, neuen Lebensraum für die Insekten schaffen und damit nicht zuletzt für eine Ernährungssicherheit in den Regionen kämpfen. You know, you have to make the paths gentle, so that the bees don't get irritated. You have to smoke them gently, but effectively. Bees are very sensitive to the environment. As we are also told, they are indicators of the environment. If they are there, we are happy that the environment is relatively clean. And I can see there's a bit of honey. You know, when there's biodiversity, there's continuity. And then also when you have fruit crops around you or plants, then you are ensured of the quality production because of pollination. The bees increase
food production through quality and quantity. Yeah, when it's quality, quantity, then there's food security. And when you are all food secure, then you are health nation. And the problem I have is now the bee health. Auch wenn es noch viele Bienen in Kenia gibt, macht sich Grace Sorgen. Sie beobachtet eine Abnahme der Völker und hat bereits den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft in Verdacht. Beweise hat sie allerdings nicht. From the way I see, because we see our bees dwindling, we have never used to have a dwindling of bees before. But because from the way we are observing now, there is evidence that bees are declining, and for whatever purpose we have to investigate. I believe the toxic effect from chemicals could be playing a critical role. People are now more well-versed with the use of chemicals, but they are not using it sustainably. So it means there could be some chemicals which are being used, and possibly they have been banned elsewhere because of their toxic effects. So for that matter, maybe people are doing it out of ignorance, or they just defy whatever whatever is already known. Der Verdacht liegt nahe, dass Grace recht hat mit ihrer Vermutung. Denn für die in Europa stark eingeschränkten Insektizide findet die Industrie einen immer größer werdenden Absatzmarkt in Ostafrika. Eine Farce, wenn über die dringend notwendige Ertragssteigerung gefachsimpelt wird und gleichzeitig von derselben Branche die wichtigsten Hilfsmittel, die Bestäuber, bewusst in Gefahr gebracht werden. Auch für den deutschen Konzern Bayer sind genau diese Produkte ein wesentlicher Bestandteil im afrikanischen Sortiment. Der vom Konzern entwickelte Wirkstoff Imidacloprid wird in Kenia mittlerweile in 56 Produkten verschiedener Firmen verkauft. 9 Produkte direkt von Bayer. Und es handelt sich nicht um irgendeinen Wirkstoff. Ein Teelöffel mit 5 Gramm Imidacloprid kann über 1 Milliarde Bienen töten. It has to be a responsibility of all of us, the user and also the producer of the or the manufacturer of the chemical. But I think the larger part or the owners, the responsibility is with the supplier or the manufacturer of the chemical, because they know what is in this chemical. They know how it should be used, and if people are not using it in the correct way, then it should be their responsibility to try and disseminate the information, get the information to the farmer. Für die kenianische Regierung hat die Entwicklung der Landwirtschaft Priorität. Ein großes Augenmerk legt sie auf die Förderung von modernem Hybridsaatgut. Dies wurde durch die Kreuzungen verschiedener Sorten verändert, um optimale Ergebnisse zu produzieren. Die Industrie verspricht, dass die neuen Sorten deutlich resistenter gegen viele Schädlinge sind und der Ertrag der Maisernte um das bis zu 8-fache höher ausfällt. Einziger Wermutstropfen? Der Bauer kann das Saatgut nicht mehr selber vermehren und muss es jedes Jahr neu kaufen. Für einen Projektbesuch bei Farmern verlässt Daniel Nairobi. Nach extremer Dürreperiode hat endlich die Regenzeit eingesetzt. 3 Wochen zu spät, dafür umso intensiver. Daniels Projektpartner Cosmas nutzt noch altes Saatgut. Daniel will sehen, wie er mit den schwierigen Wetterschwankungen zurechtkommt und ob er etwas zum Ernten haben wird. Cosmas here has been planting indigenous local corn varieties for quite a while now. He says that when he plants his own seed that he saves and replants every season,
he gets a good amount of produce to feed his family, no matter what the season is. His neighbors that are planted around here only get long stalks that never put any ears, neither do they put any grain. And so they end up cutting and feeding livestock, but no food. Noch nutzt der Großteil der kenianischen Kleinbauern traditionelle Sorten, die sie selber züchten und vermehren. Dafür droht ihnen in Zukunft Strafe. Denn um den Wandel in der Landwirtschaft voranzutreiben, hat die Regierung verschärfte Gesetze im Umgang mit Saatgut verabschiedet. Daniel sieht in diesem Schritt eine extreme Gefahr für die Bauern und das Land. Er vermutet, dass es nicht wirklich um die Ernährungssicherheit des Landes geht, sondern ganz andere Geschäftsinteressen dahinter stehen. The truth of the matter is, and what we are hearing from farmers, is that the old varieties, including old hybrids, when you put them side by side with newer varieties, whether they are from Syngenta, whether they are from Amiran or Bayer, they are not any better with 50-year-old varieties that were produced by the Kenya Seed Company. Und dennoch, am 11. Mai 2016 ist Kenia im Interesse großer Saatgutunternehmen dem UPOV-Abkommen von 1991 beigetreten. Das Vertragswerk schützt Züchtungen vor illegalen Kopien und soll eine einheitliche Rechtslage schaffen. Für die Industrie ein Grundstein für neue Investitionen auf dem Kontinent. Kenia hat seine Gesetze angepasst, um Fälschungen zu verhindern. Kein Saatgut darf zum Verkauf angeboten werden, solange es nicht zertifiziert ist. Für viele Kleinbauern sind dies schlechte Nachrichten. Bereits 2014 warnte die Daily Nation, dass dieses Verbot auf rund 70% der Landbevölkerung Auswirkungen haben wird, da sie seit Generationen traditionelles Saatgut benutzen und untereinander tauschen. In Zukunft droht ihnen hierfür eine Strafe von 10 Millionen Kenia-Schilling, was in etwa dem Einkommen von 80 Jahren entspricht, oder 5 Jahre Gefängnis. If we allow laws and policies to come in that are giving more space to corporations and to businesses to continue damaging the environment for farming, to continue criminalizing farmers for practicing the culture of farming, we are going to end up being food insecure, and that will not help anybody but just the corporations. Auf den ersten Blick hat die Industrie in Kenia Erfolg. Die Erntestatistiken bezeugen für Kenia einen zunehmenden Ertrag. Tatsächlich hat Daniel aber recht. Denn der zweite Blick zeigt, dass sich auch die Gesamtfläche für Maisanbau seit 1980 nahezu verdoppelt hat. Trotz der zunehmenden Verwendung von Kunstdünger, Pestiziden und Hybridsaatgut in den letzten Jahren ist eine tatsächliche Ertragssteigerung bislang ausgeblieben. Eine Entwicklung, die insbesondere für die Ernährungssicherheit dramatisch ist. Denn mit der gleichzeitigen Bevölkerungszunahme wird die Portion auf dem Teller immer kleiner. Dennoch schreitet die Industrie voran und strebt in Afrika nach einer chemischen Landwirtschaft. We want to change also the mindset of our farmers, that we need to do our agriculture with that business mind or profit
objective. So I think we are changing that. We want to our farmers to understand that this is a business and it's a profession just like any other. You can earn from farming, you can earn from agriculture, just like you earn from any other job. Auch Gerrit Gerdes arbeitet mit dem Ziel, dass die Kleinbauern von ihrer Arbeit leben können und genügend Ertrag auf ihren Feldern erwirtschaften. Im Auftrag des deutschen Bundesentwicklungsministeriums leitet er das GIZ-Programm zur Sanierung von ausgelaugten und versauerten Ackerflächen in Westkenia. Die vom Land fokussierte Maismonokultur mit modernem Hybridsaatgut ist seiner Meinung nach ein riesiges Problem. Insbesondere, da Hybridsaatgut nur dann höhere Erträge bringt, wenn die Gegebenheiten gut sind. Und das sind sie bei weitem nicht. Für Gerrit sind die ausgelaugten Böden ein wesentlicher Grund, weshalb Ernteerträge nicht höher ausfallen. Nicht wie von der Industrie behauptet, das vielfach noch verwendete lokale Saatgut. Daher lernen Kleinbauern in dem GIZ-Training den Aufbau eines Kreislaufes als Alternative zu Kunstdünger und Monokultur. Es scheint absurd, aber ist nicht vollständig von der Hand zu weisen. Entwicklungsprojekte in Ostafrika leisten Aufräumarbeiten, um das Erdreich, zerstört durch Industrielösungen, wieder fruchtbar zu machen. So even when harvesting, you don't have to use a jembe because the soil is now better, as you can see. Mm-hmm. And it has a lot of humus because you can see the brown dark color that Also in einer Handvoll fruchtbaren Bodens haben sie mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde leben, also mehr als 7 Milliarden Mikroorganismen. Das bedeutet, das ist ein Eingriff in die Natur, wenn ich Pestizide, die ja nie spezifisch wirken, sondern meistens unspezifisch sind, Breitbandwirkung haben, dass sie dann die Bodenorganismen natürlich auch stark schädigen. Und das hat dann wiederum einen negativen Effekt. Das GIZ-Konzept setzt auf 4 bodenfreundliche Prinzipien, die konträr zu üblichen Industrielösungen sind. Minimale Bodenbearbeitung, ständige pflanzliche Bodenbedeckung, Fruchtwechsel und Artenvielfalt. So wird die Muttererde neu aufgebaut und vor starker Sonne geschützt. Das Erdreich wird mit neuen Nährstoffen angereichert und die Bodenerosionen verringert. Es ist so, dass wir nach dieser Zeit sagen können, dass wir im Schnitt die Erträge sowohl von Mais als auch von Boden um 30% erhöht haben. Aber natürlich, je länger wir arbeiten mit den gleichen Flächen, desto fruchtbarer wird der Boden. Dass diese Methoden erfolgreich sind, bestätigt Cosmas Odur Otieno. Früher setzte auch er auf seiner kleinen Farm, wie viele Kleinbauern, auf die Produkte der Chemieindustrie. Er will dahin nie wieder zurück. The land was barren or poor. If I was not get this information or these skills, I thought the whole of the family, my family, would know where to go, even me. And could you explain to us how the pesticides, what the pesticides did to your soil? So the soil was very compacted, very, very poor. When the rains came, it washed even the topsoil because of these chemicals. Schädlinge müssen bekämpft werden und machen auch vor Cosmas Farm nicht Halt. Im GIZ-Programm wurde ihm die in Kenia entwickelte Push-and-Pull-Methode zur natürlichen Schädlingsbekämpfung beigebracht. Getreide legt er nun als Mischkulturen an und setzt die in Afrika heimische Heilpflanze Desmodium zwischen die Reihen. Sie verströmt einen Wirkstoff,
der Ungeziefer und Insekten vertreibt. Gleichzeitig hemmt sie die Keimung des schädlichen Wurzelparasiten Striga. Um das Feld herum pflanzt er einen Gürtel aus Elefantengras, das Insekten anzieht und in das diese ihre Eier ablegen. Doch die Larven können in dem Gras nicht überleben. Der Schädling ist besiegt. Und während das Getreide den Menschen ernährt, wird das Elefantengras als Tierfutter verwendet. Der Tiermist wird als Kompost verarbeitet. So wird auf der Farm ein vollkommener Nährstoffkreislauf geschaffen und Cosmas kann auf den Kauf teurer und gefährlicher Chemieprodukte verzichten. So within your farm you are recycling all the nutrients. All the nutrients. The cattle is fed with organic and the fodder you have on your farm. Yes. When you feed them, and the manure is also used back to the farm. Back to the farm. Compost, and yes. Then it's back to the field. So yes. You have the so it is a cycling. Yes. Recycling, yeah. Before getting the knowledge and put the knowledge in practical, the farm was very poor. But after getting the knowledge, the farm getting richer and it will be richer. And I'm expected for the coming generation to get that land if it is virgin as the God created. Ackerland ist die Basis unserer Ernährung. Eine falsche Nutzung oder Übernutzung hat fatale Folgen. Gegenmaßnahmen zu treffen ist teuer und ab einem bestimmten Zeitpunkt nahezu unmöglich. Pro Jahr werden durch Übernutzung, Erosionen und auch durch die Dynamik des Klimawandels mit extremen Dürren und Starkregen weltweit rund 6 Millionen Hektar Boden zerstört. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Entwicklung umzudrehen, solange wir es noch können. Im Norden von Kenia liegt die Turkana-Region. Es ist die Heimat von Nomaden. Die Agrarindustrie hat sich hier bislang nicht blicken lassen. Zu gering sind die Aussichten auf Profit. Dabei ist hier die Ernährungssituation besonders dramatisch. Über Jahrhunderte haben Übergrasung und gnadenlose Sonneneinstrahlung die Erde degradiert. Immer wieder werden die großen Tierherden der Nomaden von Dürren vernichtet und mit ihnen die Lebensgrundlage der Menschen. Eine kleine Gruppe von Enthusiasten versucht, ohne chemische Produkte die Wüste zum Erblühen zu bringen. Sie wollen neue Möglichkeiten der Ernährung schaffen, bevor die Industrie die Menschen mit ihren Lösungen in die Abhängigkeit drängt. Auch wenn sie selber immer wieder von Zweifeln befallen werden und die Herausforderungen gigantisch erscheinen. There was a very severe drought whereby cows and camels were dying, even goats. As we were driving along, we could see guys barricading the roads with the carcass of goats and cows, at least to get it from the oil company or from the Red Cross. And that one moved my heart, and I was like, are we really going to make it here? Nur in den allerersten Stunden des Tages kann gearbeitet werden. Ab 10 Uhr ist es zu heiß. Das Thermometer steigt oft auf über 40 Grad. Wasser ist das kostbarste Gut, die Tiere der Menschen größter Besitz. Ein Klima, in dem Konflikte schnell eskalieren und sichere Ernährung auch Frieden bedeutet. Turkana has an average of 100 to 250 mils of rain a year.
which that's why it's classed as arid, semi-arid. It's very harsh conditions and therefore big food security issue here. People are, for long times, like for big parts of the year, are struggling to feed themselves, feed their family, and even feed their livestock. So there is a lot of relief, food, aid, different NGOs doing different stuff here, trying to, you know, get them out of that. But it's more of a handover policy or, you know, handouts. So I think the idea of this side as well is we're trying to train community to empower themselves through knowledge and skills. So when they do end up taking over, they'll be able to run it without us being here. What's the problem? We have run out of water. There's too many trucks getting water from the borehole. A lot of water going to watering points for livestock. So there's going to be no water till this evening, maybe, if to get in. Okay. I'm not even sure. So we need to stop. We need to stop whatever we're doing. I mean, you've seen the tank. It's pretty much empty. The reservoir is empty. Top tank is empty. Okay. So basically, if we carry on with the cement, there's we'll get nothing this evening for the gutter. Okay. So it's kind of, we're in a pretty dramatic situation, to be fair. Uh-huh. There's not much else we can do. If we don't get water today, tomorrow will be a bit of a problem. Obviously, the constant care of the garden, you know, the systems need attention. You know, we can definitely go a few days without showering. That's not a problem. But it's generally, it's the whole site itself that suffers, not only us. There's the camels. So you can see there's all the camels are drinking. So I think that's where the water is being sent to right now. Für heute ist die Situation entschärft. Wenn die Kamele getränkt sind, wird das Wasser zur Farm geleitet. Ivan will zeigen, dass die Menschen in Nordkenia nicht von Nahrungsmittellieferungen abhängig sein müssten. Denn mit jedem Liter Wasser, den eine Ziege oder ein Kamel trinkt, könnten auch viele Nahrungspflanzen bewässert werden und so deutlich mehr Menschen ernähren. Denn für die Produktion von einem Kilo Kamelfleisch werden über 20.000 Liter und für ein Kilo Ziegenfleisch über 8.000 Liter Wasser benötigt. The original soil here is pretty much dead. There's no life into it. But slowly over the last 7 months, we've been adding nutrients via compost and all these organic matters we're putting on top. We want to be sustainable, but we want to be more than sustainable. Sustainability is not enough. We want to, with the community and the land, become healing forces. We want to go further than sustainability. Mit den Methoden der Permakultur wird in dem Projekt so schonungsvoll wie möglich mit der kostbaren Ressource Wasser umgegangen. In 1 meter cubed, we can host around 90 to 110 plants. Generally, on a meter squared on the ground, conventionally you'd be around 10 to 15 plants. So there's a huge difference in the amount of plants we can grow. But also it's the fact that you can really select the soil you want in. So you can put your compost and your manure all mixed together in the right ratio into your sack. So it's got really good soil and really water efficient. I mean, we'll water them today and then we won't water them again for 3, 4, 5 days. And as you can see, the sun is really harsh. Everything dries up incredibly quickly.
But these bags really retain a lot of moisture. Es geht der Gruppe dabei nicht nur um die Menschen hier. Für sie ist es auch ein Labor, um Antworten auf künftige Krisen zu finden. Denn wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, werden weite Teile Afrikas wie Turkana aussehen. Dabei experimentieren sie auch mit alten Saatgutsorten. We have our ways of bringing in seed from our own gardens, from our homes, from our friends, from our families, and we planted a lot of those on our site, including these baby tomatoes. They're a lot more resilient in these conditions, this hard, hot, high pH soil, than the we have tried commercial hybrid F1 variety tomatoes. And they didn't do anything. They didn't produce. I think we got one fruit, and then it got some disease and infection, and it was so weak. I've seen that in so many other projects, in so many other areas, different soils. It's just that resilience, that genetic compatibility with climates that aren't in a greenhouse, cooled or heated, and then looked after like a princess, and added with chemicals and fertilizers. They just, without that, they don't produce. They don't survive. There we go. There's your answer right there. Look, I can even eat one. It does, apparently. Yeah, it works. It works. Just so I want to clean it. Yeah, the sink. Over the last 7 months, we've had over 20 indigenous birds come back. There's butterflies, there's bees, there's insects. There's the bad ones, the good ones, the balance is coming back. So we're bringing back biodiversity. We have an opportunity to be global players as opposed to this kind of subservient country that's so backwards and hopeless and need so much help. Like, man, we've got this window of opportunity to come up on top and prove to the rest of the world that we are in charge of our own future for our own people, and this is how we're going to do it. And it's reliant on these so much, on these traditional values and beliefs and food systems and connection to the earth. We haven't lost it yet, so why let that go to welcome, the development model that has largely failed everywhere else? Daniel holt sich die Laborergebnisse von dem Marktgemüse ab und ist enttäuscht über die geringen Analysemöglichkeiten. Der Monitor zeigt zwar viele Ausschläge, doch betitelt werden können die wenigsten. Das staatliche Institut verfügt über nahezu kein Referenzmaterial. So bleibt ungewiss, ob es eine Verbindung zwischen Pestizidrückständen und der im Land steigenden Anzahl an Krebserkrankungen gibt. Innerhalb von nur 5 Jahren hat sich diese verdoppelt. Doch das, was in seinem Gemüse gefunden wurde, erschüttert ihn trotzdem. So when we analyzed, some compounds could not be detected, but at least we managed to identify one, alpha BHC, which is shown in the chromatogram.
It belongs to the organochlorin group. Organochlorin. Yeah, okay. The organochlorin is where we have the famous DDT. Wow. DDT ist in Kenia seit 1986 für den landwirtschaftlichen Gebrauch verboten. Trotzdem zeigen durchgeführte Studien am Lake Victoria 30 Jahre später noch hohe Werte des Wirkstoffs in Wasser und Böden. Das zeigt zum einen, dass Spätfolgen von Pestiziden noch nach Jahrzehnten auftreten können. Und zum anderen, wie lange es dauert, bis die Produkte nach einem Verbot weltweit vom Markt verschwunden sind. Insbesondere dann, wenn Konzerne erkannte Gefahren für Umwelt, Tiere und Menschen nicht zuletzt aus Profitgier ignorieren und auf Länder wie Kenia ausweichen, in denen es keinen Verbraucher- und Umweltschutz wie in Europa gibt. Ja, ich hoffe, dass alle Teilnehmer auch noch für die Diskussion bei uns bleiben. Und bevor ich in die Diskussion einsteigen möchte, möchte ich nochmal alle Teilnehmer auch munter oder aufmuntern, Fragen zu stellen. Und Sie sind sicherlich alle geübte digitale Zoom-Teilnehmer, aber für diejenigen, die sich noch nicht so auskennen, der Button unten am unteren Rand F und A ist der Button, um die Fragen zu stellen. Und geben Sie da gerne Ihre Fragen ein. Wir werden sie dann versuchen, alle während der Diskussion zu beantworten oder vielleicht auch am Ende. Ja, in der gestrigen Veranstaltung wurde, denke ich, klar herausgestellt, dass wir in Deutschland ein Pestizidanwendungsproblem und ein Zulassungsproblem haben. Und heute Abend stellen wir uns jetzt die Frage, wie sieht es denn in den Ländern des globalen Südens aus, am Beispiel von Kenia und Nigeria. Und gerade auch in den Medien wird immer wieder auf lateinamerikanische Länder verwiesen, in denen die Pestizidnutzung mit sehr hohen Applikationsraten mehr und mehr ansteigt. Aber Afrika wird in den Diskussionen sehr oft vergessen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der Einsatz von Pestiziden noch relativ gering ist, verglichen mit anderen Gebieten des globalen Südens. Ich denke aber, dass der Film am Beispiel von Kenia sehr gut dargestellt hat, dass es hier ein viel dringenderes Pestizidanwendungsproblem gibt, aber auch ein dringendes Zulassungsproblem. Und über diese einzelnen Aspekte möchte ich jetzt gerne mit den Gästen sprechen, die heute bei uns sind. Ich freue mich sehr, Katja Becker begrüßen zu dürfen. Hallo Katja. Katja ist Filmemacherin und hat sich mit ihrer Produktionsfirma Uyuzi Media auf dokumentarische Filmprojekte im Bereich Menschen- und Umweltrecht spezialisiert. Herzlich willkommen. Ich möchte auch Laila Liebetrau begrüßen, Projektleiterin der Route to Food Initiative, einer Initiative der Böll-Stiftung in Nairobi. Und in den letzten 2 Jahren hat die Route to Food Initiative sehr aktiv wissenschaftliche und politische Arbeit unterstützt, um die Missstände der Pestizidanwendung und Zulassung in Kenia aufzudecken und öffentlich zu machen. Und Laila kann uns da sicherlich viel drüber erzählen. Herzlich willkommen, Laila, vor allem auch nochmal großes Danke, dass du dabei bist, gerade auch, weil es jetzt schon 2 Stunden später in Nairobi ist. Also herzlich willkommen.
Und der dritte Gast, den ich herzlich willkommen heißen möchte, ist Ikena Donald Ofuegbo. Er ist Projektkoordinator der Heinrich-Böll-Stiftung in Abuja in Nigeria. Und die Böll-Stiftung in Abuja hat das Thema Pestizide vor circa einem Jahr aufgegriffen und hat auch dort einige Missstände darstellen können. Und was diese Missstände sind und wie die Regierung damit umgeht, kann uns Ikena sicherlich sehr gut berichten. Leider haben wir Ikena nicht als Video dabei, sondern nur als Bild, hoffe ich, da das Internet leider nicht so gut funktioniert, gerade in Abuja. Okay, herzlich willkommen und ich freue mich auf eine rege Diskussion. Aber kommen wir erstmal zu dem Film selbst. Katja, eure Dokumentationen beschäftigen sich ja vorrangig mit Umwelt- und Menschenrecht und sozialkritischen Themen. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten und auch eine weite Auswahl an Themen. Was hat euch dazu bewegt, das Thema Pestizide in Kenia aufzugreifen? Ja, danke und herzlich willkommen auch von mir an die vielen Zuschauerinnen. Ich bin total beeindruckt, wie viele das sind. Voll schön. Und ja, was hat uns dazu gebracht, das Thema Pestizide aufzugreifen? Wir reisen seit gut und gerne 15 Jahren jetzt durch insbesondere die ostafrikanische Region, haben mittlerweile viele Freunde, die auch in den dörflichen Gegenden leben und selbst Kleinbauern sind. Und tatsächlich haben wir selber auf unseren Reisen lange gedacht, dass wir uns total gesund ernähren. Ich meine, an den Straßenrenden Ananas, Tomaten, Bananen, Mangos direkt von den Feldern. Aber irgendwann kam es dann doch zu Gesprächen zwischen uns und unseren Freunden. Und die ging darum, dass sie immer weniger Land zur Verfügung haben und durch den Bevölkerungswachstum und sich daher gezwungen sehen, auf immer kleineren Flächen immer mehr produzieren zu müssen. Und dieser Satz reichte bei uns, dass wir plötzlich sehr sensibel geschaut haben, wie die Menschen eigentlich anbauen. Und da fiel uns auf, dass sich selbst in den kleinsten Dörfern, in denen es oftmals keinen Strom, kein Wasser gibt, Männer mit Giftspritzen über die Felder liefen, überall kleine Agrarshops vorhanden waren, die viele Produkte im Sortiment hatten. Und die haben wir uns dann mal genauer angeschaut und wollten wissen, um was für Produkte es sich eigentlich da handelt. Und den stark steigenden Trend der Nutzung von Agrarpestiziden, insbesondere in den afrikanischen Ländern, kann man ja in den Statistiken auch beobachten, die wir ja auch im Film aufgearbeitet haben. Noch sind die Prozente der weltweiten noch werden dort in den afrikanischen Ländern 2-4% der weltweiten Pestizidmenge ausgebracht. Zwischen 2020 und 2025 wird dem afrikanischen Markt aber ein jährliches Wachstum von 4,2% prognostiziert. Und alleine in Westafrika ist die Pestizidnutzung zwischen 2005 und 2015 um 177% gestiegen. Im Vergleich weltweit hat sich die Nutzung im gleichen Zeitraum um 30% erhöht. Und ich finde, daraus kann man ziemlich genau sehen, wo der Shift von den Pestizidunternehmen hingeht, nämlich auf den afrikanischen Markt. Und dabei ist für uns relativ wichtig, den Punkt zu beachten, dass auch wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Pestizidmärkte in den afrikanischen Ländern nicht in der Weise reguliert sind, wie wir sie hier in Europa reguliert kennen, die Gesundheit der Bäuerinnen und Bauern und auch die Umwelt schützen, was es in meinen Augen noch mal gefährlicher und skandalöser macht, dass es den Unternehmen gestattet ist, selbst Produkte, die in der EU verboten sind, auf den afrikanischen Markt zu bringen. Und dass das gängige Praxis ist, haben wir relativ schnell herausbekommen bei unseren ersten Recherchen, als wir die ersten Produkte aus den Shops mal mit EU-Datenbanken abgeglichen haben. Und den Fakt, den mussten wir einfach in die Öffentlichkeit bringen. Den Fakt mussten wir insbesondere an die Kleinbauern in den afrikanischen Ländern bringen. Und das war eine Hauptmotivation, den Film zu produzieren. Ja, ihr habt ja wirklich ganz toll die ganzen Missstände auch gut gezeigt und auch die positiven Alternativen, die eben auch existieren im Land und auch durchgeführt werden. Was waren denn für euch so die eindrucksvollsten Erlebnisse oder Aufnahmen, während ihr den Film gemacht habt?
Oh, das ist super schwer zu sagen, weil natürlich auch viele Aufnahmen, die wir gemacht haben, gar nicht im Film drin sind, weil der halt, also wir haben 2 Monate gedreht und eigentlich fast jeden Tag davon die Kamera in der Hand gehabt und natürlich hat so ein Film begrenzte Länge. Aber wenn ich so daran denke, was mich sehr bewegt hat und gleichzeitig auch sehr schockiert, waren die Begegnungen mit den Menschen, die sehr davon überzeugt waren, dass sie was sehr Gutes tun, wenn sie die Produkte aus Europa oder Deutschland kaufen. Und das hat mir echt im Herzen wehgetan, weil ich durch unsere Recherchen vorher schon wusste, dass dem nicht so ist und dass die EU und Deutschland, ja, ich sag mal, das hochgiftige Zeug in diese Länder bringen und die Menschen ihren Euro noch drauflegen, weil sie dieses Gefühl haben, ich kaufe ja aus Deutschland und da kann nur Gutes herkommen. Und ja, das hat mich fast gelähmt, diese Begegnung. Ja, das glaube ich einfach so, dieses Gefühl, alles, was aus Deutschland oder Europa kommt, ist gut und einfach darauf zu vertrauen, ja. Ja, und wie ging es dann weiter, nachdem der Film fertiggestellt war? Habt ihr den auch in Kenia gezeigt oder auch international und ist es auf Interesse gestoßen? Erzähl doch mal, was habt ihr da gemacht? Ja, der Dreh hat ungefähr 2 Monate gedauert und danach kam eine sehr, sehr lange Postproduktionsphase, in der wir auch noch ein Kind gekriegt haben und noch ganz viele andere Sachen gemacht haben nebenbei, aber ja, es war schon eine sehr große Herausforderung, weil wir den Anspruch hatten, dass wir auch Bildungsfilme davon, von dem Material machen, 3 Stück, 25 Minuten, plus einen Langfilm, den ihr jetzt hier gesehen habt, 60 Minuten, der für die Kino- und Festivalauswertung gedacht war. Wir hatten neben Brot für die Welt und Miserio von Beginn an auch die Heinrich-Böll-Stiftung in Kenia als Partner für den Film und es war klar, genau, dass wir Bildungsfilme für den afrikanischen Markt produzieren, die NGOs dann zur Bildungsarbeit benutzen können. Und so haben wir diese Filme auf Kiswahili, Englisch, Französisch und Deutsch produziert, die dann insbesondere von den Länderbüros für Screenings genutzt wurden. Und da muss ich wirklich auch ganz, ganz großes Lob an die Heinrich-Böll-Stiftung für die unfassbar tolle Zusammenarbeit nochmal loswerden. An Laila zum Beispiel, die hier im Panel sitzt, denn die haben in der laufenden Kampagne Root to Food große Medienevents in Nairobi organisiert, haben unglaublich viel Hintergrundarbeit und da auch noch weiter tiefer gehende Recherchen, ja auch mit dir zusammen, Silke, geleistet. Die Medien sind daraufhin total auf das Thema aufgesprungen, haben viel berichtet. Es konnten Politiker mit ans Boot, aufs Boot geholt werden und viele Screenings in dörflichen Regionen für Kleinbauern organisiert werden, was für mich auf jeden Fall das Hauptziel war, dass Kleinbauern informiert werden, was wir natürlich hier aus Deutschland oder aus anderen Ländern, wo wir gerade am Drehen sind, gar nicht leisten könnten. Und der jetzt hier gezeigte Langfilm, den haben wir zeitlich etwas versetzter dann produziert und der hat eine tolle Festivalauswertung international erlebt. Und ab nächster Woche Samstag starten wir die Kinotour. Endlich, Corona hat es irgendwie immer wieder verhindert. auch in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und anderen Partnern. Und da jetzt hier immer noch so großartiges Publikum ist, falls es irgendwen gibt im Publikum, der oder die Lust hat, mit uns Veranstaltungen mit diesem Film zu organisieren, meldet euch bitte super gerne. Ich würde mich super freuen. Ja, da sind auch noch ein paar Fragen im Publikum, wenn ich da kurz drauf eingehen kann, bevor ich dann zu Laila komme. Da sind Fragen zum Beispiel, ob es Hindernisse gab beim Filmdreh und ob ihr Reaktionen von der Regierung oder der Industrie auch einfangen konntet. Und ja, vielleicht kannst du da kurz noch was drüber sagen. Ja, Hindernisse eigentlich täglich. ja, wo fange ich da an? Also ich glaube, eines der größten Hindernisse war, dass wir die Recherche und den Dreh an sich dann mit ungefähr einem Jahr oder vielleicht sogar noch länger zeitlichem Abstand gemacht haben, aus persönlichen Geschichten. Und wir eigentlich alle Protagonistinnen, die wir irgendwie in diesem Jahr Recherche und so zusammengefunden haben, die zu diesem Thema arbeiten,
weg waren. Und wir dann wirklich, also ja, nicht bei null, aber schon, ja, als wir gedacht haben, okay, wir kommen jetzt zum Drehen und fahren da und da und dahin, haben wir eigentlich neu angefangen zu recherchieren. Das Gute daran war, dass wir uns für den Film auch sehr viel Zeit genommen haben. Also eigentlich sind irgendwie für so eine Filmlänge so 20 Drehtage üblich, sag ich mal so, Pi mal Daumen. Und ich glaube, wir haben 2 Monate wirklich tagtäglich irgendwie die Kamera in der Hand gehabt, plus halt vorher auch noch eine Recherche gehabt. Und der Film wäre nicht so geworden, hätten wir uns die Zeit nicht genommen. Und ja, das merke ich immer wieder bei Filmprojekten. Zeit ist eine große Hürde, weil eigentlich kriegt man sie nicht bezahlt. Aber gerade bei diesem Thema steckte von uns einfach auch wahnsinnig viel Herzblut und Energie drin, die den Film dann am Ende so gemacht haben. Genau, und Reaktionen von der Regierung oder von den Unternehmen. Wir haben Bayer, BASF, Syngenta natürlich auch angeschrieben und wollten ein Statement von denen haben. Die haben uns schriftlich auf Fragen geantwortet. Ja, da haben wir auch eine kleine Einblendung gehabt, aber auch nur von Bayer. BASF und Syngenta haben sich gar nicht zurückgemeldet. Und wir haben auf diesem Agrar-Event in Kericho haben wir ja auch die Bayer-Vertreterin eingefangen. Und das fand ich tatsächlich auch nochmal eine sehr spannende Begegnung, weil sie einfach von Grund auf davon überzeugt hat, dass sie etwas Gutes tut. Und also das wird sie ja auch von irgendwem gelernt haben. Und das finde ich einfach so dramatisch zu sehen. Es ist in meinen Augen, es ist von vielen Menschen nicht das Bewusstsein da, dass sie dort gerade was Hochgefährliches machen. Ja. Okay, vielen Dank, Katja. Das sind noch viele Fragen. Vielleicht könntest du die direkt schriftlich einfach beantworten in der Zeit, in der ich dann jetzt weitergehe zu Laila. Und ich werde jetzt auf Englisch weiterreden. Im Chat steht hier schon, falls jemand es übersetzt haben möchte, bitte unter Dolmetschen auf Englisch oder Deutsch gehen. So, Laila, the documentary highlighted already some of the issues around pesticide use in Kenya. Laila, in dem Dokumentarfilm haben wir ja bereits einige wichtige Themen gesehen. Du lebst in Kenia und arbeitest seit 2 Jahren am Thema Pestizide. Wie sieht das aus? Was hat sich entwickelt? Was ist deine Perspektive? Welche Konsequenzen hat das auf die Exporte dort vor Ort? Was wir sehen, ist eigentlich das, was der Film gezeigt hat. Und als Konsequenz der Filmproduktion und auch der Filmvorführungen, die wir in Nairobi und auch landesweit realisiert haben, ist klar geworden, dass eine ganze Menge von Rückständen sich in den Lebensmitteln, in Kohl und anderen Produkten finden. Und die gehen über die Grenzwerte hinaus, wenn man die EU-Normen anlegt. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit Missbrauch von Pestiziden zu tun. Wir haben auch eine Studie zusammen mit anderen Initiativen realisiert, die deutlich macht, dass zum Beispiel Pestizide auf Getreide oder Gemüse oder Tabak aufgebracht werden, obwohl das nicht zugelassen ist. Oder wir haben auch gesehen, dass Herbizide verwendet werden, um Pilzerkrankungen zum Beispiel einzudämmen, und zwar nicht in erlaubter Art und Weise. Es ist also dringlich, dass hier etwas geschieht. Die Bauern und Bäuerinnen brauchen das Geld. Deswegen machen sie das. Sie wollen ihre Kinder in die Schule schicken. Und insofern ist es logisch, dass sie ein Interesse daran haben, Nahrungsmittel zu produzieren und die auch zu verkaufen. Wir haben auch beobachtet, und das zeigen unsere Studien ebenfalls,
dass die Bienenpopulation zurückgegangen ist. Wir haben noch nicht genug Daten, um das zu belegen bzw. aufzuzeigen, in welchem Maß die Bienenvölker sich reduziert haben. Aber wir haben auch das ja bereits im Film gesehen. Die Thematisierung war ja dort auch. Zum Beispiel, dass Kinder erzählen, dass sie wesentlich weniger gestochen werden. Oder eine Frau erzählte, dass sie als Kind wesentlich häufiger von einer Biene gestochen wurde als die Kinder jetzt. Aber wie gesagt, wir haben da die Daten noch nicht, um das zu quantifizieren. Dann gibt es eine weitere Statistik, die ich schockierend finde. In einem der größten Krankenhäuser in Kenia wurden die Jahre 2002, 2003 genauer betrachtet. Und es stellte sich heraus, dass viele Krankheiten aufgrund von Vergiftungen entstanden und dass die Zahl dieser Vergiftungen enorm gestiegen ist. Und ich denke, das ist wirklich auffällig. Wir reden hier nicht nur von Vergiftung mit Reinigungsmitteln in Haushalten, sondern eben wir reden von Vergiftung durch Pestizide. Und wie sieht es damit aus, dass diese toxischen Pestizide zu den HHPs zählen, die in Europa bereits verboten sind? Haben Sie die auch speziell in den Studien mit berücksichtigt bei euch? Wenn wir uns zum Beispiel die Daten anschauen mit Blick auf die Produkte in Kenia, dann stellen wir fest, dass 33% der Stoffe, die aufgebracht werden in Kenia, in Europa verboten sind. Und es sind dort auch Inhaltsstoffe, die Verwendung finden, die verboten sind. Europa ist nach China der größte Exporteur dieser Stoffe nach Kenia. Wir sprachen gestern ja bereits darüber, dass Europa, Deutschland und Europa problematisch sind, was die Produktion von Pestiziden und was auch die Registrierung von Pestiziden angeht. Wie sieht das aus mit der Registrierung der Pestizide in Kenia? Nun, der Meldeprozess hier ist basierend auf qualifizierten Studien, die im europäischen oder amerikanischen Kontext gemacht wurden. Und auf dieser Grundlage basiert die Registrierung. Wenn das Produkt dann für Kenia verwendet wird, dann wird nur der einzelne Anteil dieser Produkte genauer betrachtet, aber nicht genau berücksichtigt, was das bedeutet, zum Beispiel für lokale Arten in Kenia. Hier sind dann auch nicht kenianische Daten, die herangezogen werden für die Bewertung dieser Pestizide. Das wäre aber erforderlich, um genau zu sehen, wie sie wirken. Man sollte ja davon ausgehen, dass hier unterschiedliche Werte herangezogen werden oder unterschiedliche Grundlagen berücksichtigt werden für die Bewertung. Und das ist, glaube ich, eine der größten Aufgaben, die wir für uns noch sehen. Hier wollen wir wirklich sehr viel Aufmerksamkeit lenken auf diesen Aspekt. Ja, die Registrierung von Pestiziden, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, um nachhaltige Landwirtschaft in Kenia auch zu haben. Ja, ich glaube, das geht ja auch noch einmal zurück auf das, was wir hier bereits angesprochen haben, nämlich die Annahme, die Katja zitiert hat. Man geht davon aus, es ist ein Produkt aus der EU, das ist also gut für uns, das ist kein Problem. Das ist so die Wahrnehmung der Leute und das wirkt sich dann auch wiederum auf die Zulassung der entsprechenden Stoffe aus. Man geht ja auch davon aus, dass die Zulassungsverfahren in der EU
unproblematisch sind, also fehlerfrei sind. Aber das ist ja nicht notwendigerweise der Fall. Es ist ja auch wichtig, dass man berücksichtigt, ob es einen Unterschied macht, wenn man ein Produkt in einem Labor testet, im Vergleich zum realen Einsatz. Ja, das ist eine Lücke im Zulassungsverfahren in Europa. Und wir haben gestern bereits gesagt, dass nicht notwendigerweise der Einsatz der Pestizide zur Grundlage für die Zulassungsverfahren herangezogen wird. Und das ist vor allen Dingen im globalen Süden ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn die Umwelt dort ist ja anders. Was haben Sie jetzt gemacht auf Grundlage dieses Wissens? Was macht die Food Initiative und andere gesellschaftliche Akteure und Akteurinnen in diesem Zusammenhang? Nun, da muss ich dir und auch Katja noch einmal danken. Danke für diesen Film. Das ist wirklich ein guter Ausgangspunkt für uns. Das hilft uns. Das hilft uns, uns zu stärken. Wir haben damit auch wesentlich mehr Einfluss auf die öffentliche Diskussion zum Thema Einsatz von Pestiziden bei uns im Land. Eines der Weißbücher, die wir veröffentlicht haben in der Initiative, wurde auch dem kenianischen Parlament vorgelegt. Und hier wird aufgefordert, bestimmte aktive Bestandteile von Pestiziden als verboten zu erklären. Es gibt auch Empfehlungen für einen sogenannten Fast Track, also um hier wirklich etwas zu erreichen, damit eben etwas geschieht. Es gibt einen Ausschuss, eine Kommission, die Empfehlungen zusammengestellt hat für den Gesetzgeber in Kenia. Das heißt, es passiert etwas, aber natürlich ist der gesamte Prozess deutlich verlangsamt, jetzt auch durch den Lockdown und anderes. Aber gut, es gibt ihn. Es geht nicht um alle aktiven Ingredienzen, aber um einige geht es doch. Und wir haben jetzt diese Taskforce, die ein Dossier zusammengestellt hat, Belege zusammengetragen hat. Das war eine Antwort auf den Aufruf des Gesetzgebers, dass die Öffentlichkeit sich beteiligen soll an dieser Diskussion. Ich bin also durchaus zuversichtlich, dass wir hier auch Ergebnisse sehen werden. Wir gehen davon aus, dass Maßnahmen ergriffen werden. Wir gehen davon aus, dass einige dieser aktiven Ingredienzen verboten werden und nicht mehr im Land verwendet werden können. Es sind ja viele besorgniserregende Statements bereits gekommen und es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die sich zum Thema Vergiftung durch Pestizide bereits in der Vergangenheit engagiert haben. Das ist also der politische Prozess, der läuft, den ich hier gerade beschrieben habe. Dann gibt es natürlich auch in den sozialen Medien massive Debatten. Wie gesagt, wir haben den Film landesweit gezeigt und das hat auch zu einer gewissen Bewusstseinsbildung beigetragen in der Öffentlichkeit, aber auch bei den Herstellern und vor allen Dingen auch bei den Bauern und Bäuerinnen. Und auf diesem Weg wollen wir natürlich ebenfalls weitermachen. Wir wollen das entsprechend kommunizieren, denn wir halten es für sehr wichtig, dass alle wissen, worum es hier geht und welche Gefahren bestehen. Vielleicht hätten wir gar nicht so viel Erfolge erzielt, wie wir erzielt haben in den letzten 2 Jahren, wenn wir nicht bereits aufbauen auf etwas, was bereits besteht. Das heißt, es gab bereits die Diskussion in Kenia. Also das, was wir sagten, unsere Argumente fielen auf fruchtbaren Boden im wahrsten Sinn des Wortes und sind aufgegriffen worden. Und die Zulassungsbehörde und die Öffentlichkeit, wie sind da diese Maßnahmen angekommen und wie hat die
Branche, die Industrie reagiert, aber eben auch die Bauern, Bäuerinnen, die Verbraucher und Verbraucherinnen. Naja, ich bin keine Bäuerin, aber ich höre natürlich Geschichten, ich weiß, was dort diskutiert wird. Und das sind gemischte Gefühle. Ehrlich gesagt, kommt aus der Community der Farmer die Botschaft gemischte Gefühle. Denn die Frage ist, wie gehen wir denn um mit Unkraut, mit Insekten? Das ist ja eine Gefahr für die Ernte, für unsere Produkte, für die Lebensmittel, die wir anbauen. Und da fehlt es eben an Wissen auch darüber, wie der Übergang geschafft werden kann von einer traditionellen zu einer ökologischen Landwirtschaft. Es gibt also ein paar Erfolgsgeschichten, auch hier aber, wie gesagt, prägend sind diese gemischten Gefühle. Es gibt ja auch die Versprechen des EU-Exportmarktes. Und es gibt die Argumentation, dass was ihr hier produziert in Kenia nicht den Normen, nicht den Standards der EU entspricht und insofern nicht exportierbar ist auf andere Märkte. Auch das ist natürlich Teil der Diskussion. Aber auch hier stellt sich ja die Frage, was sollen wir tun? Es gibt einen großen Einfluss der Branche, der Industrie. Es läuft Radiowerbung und anderes. Aber auch bei Messen und bei Landwirtschaftsschauen werden ja diese Produkte angeboten, wie wir im Film sehen konnten. Es herrscht also bei den Farmern ganz stark das Gefühl, wir brauchen diese Pestizide, wir sind in einer spezifischen regionalen Situation, wir leben in den Tropen, wir haben ein anderes Klima als die EU beispielsweise, wir sind aber auch konfrontiert mit den Konsequenzen des Klimawandels und so weiter. Also das fließt zusammen und da sind Ängste zu konstatieren. Die Industrie, die Branche, nun, da ist die Reaktion natürlich eine etwas andere. Hier wird oft argumentiert, was ihr sagt, das ist doch alles entstanden unter dem Einfluss der EU-Regierungen und was ihr argumentiert, basiert nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen. Und im Grunde wird von der Industrie, von den Herstellern immer wieder gesagt, was ihr behauptet, ist nicht richtig und wir helfen doch den Farmern und wir tragen dazu bei, dass sich die Lage verbessert. Ich glaube, hier wird noch nicht wirklich ernsthaft versucht, das Risiko zu mindern. Da müsste eigentlich viel mehr laufen. Es müsste viel stärker auch sich befasst werden mit der Situation derjenigen, die Pestizide einsetzen. Ich denke aber auch aus Sicht der Regulierungsbehörden passiert ja viel. Also in den Dokumentarfilmen wurde ja auch am Ende gesagt, dass der CEO ausgetauscht wurde. Und wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das das Ergebnis dieser Kampagne war. Aber es gibt natürlich die Notwendigkeit, bestimmte Pestizide neu zu bewerten und ihre Auswirkungen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass viel Angst geschürt wird von Seiten der Industrie. Die sagen, wir benötigen die Pestizide und ohne diese Pestizide stehen wir vor einer Nahrungsmittelunsicherheit in bestimmten Ländern etc. etc. Also ich denke, das ist auch sehr relevant an dieser Stelle. Oh, vielen Dank, Leila. Jetzt gehen wir nach Nigeria. Ikenna. Sind Sie da? Ja, ich bin da. Vielen herzlichen Dank. Also vor kurzem war es so, dass die Heinrich-Böll-Stiftung in Nigeria zwei Berichte zu hochgefährlichen Pestiziden veröffentlicht hat. Wie ist die Situation in Nigeria? Wie sieht es da mit dem Pestizideinsatz aus? Also in Nigeria ist die Situation nicht so sehr viel anders als in Kenia. Außer, dass die Regierung hier früh reagiert hat, als man festgestellt hat, dass es Probleme gab. Und viele Menschen leben seit langer Zeit mit den negativen Auswirkungen von Pestiziden, aber die Menschen äußern sich jetzt auch teilweise gegen eine Verbesserung der Regulierung.
Aber ich denke, unsere Berichte und auch natürlich, dass wir uns an die Menschen wenden, dass wir zu den Leuten gehen und uns an die Regierung wenden, hat wirklich zu großer Besorgnis geführt und auch zu Maßnahmen, also dass Menschen Maßnahmen ergriffen haben. Also das war so eine Art Weckruf auch für viele Behörden in Nigeria, würde ich sagen. Und ich fand das ziemlich erstaunlich, dass die Daten bzw. die Zahlen sehr schädlicher Pestizide, die in Kenia und Nigeria genutzt werden, mehr oder weniger gleich sind. Auch wenn wir uns Länder wie Südafrika anschauen, wo der Pestizideinsatz insgesamt höher ist, aber der Prozentsatz von sehr giftigen Pestiziden liegt gleich auf, also immer bei 30-40%. Und das ist natürlich ein ziemlich hoher Prozentsatz, auch wenn man weiß, dass viele dieser Pestizide bereits verboten sind, weil sie natürlich zu gesundheitlichen oder Umweltproblemen führen. Wir haben uns jetzt noch nicht weitere Länder in Afrika angeschaut, aber ich gehe mal davon aus, dass die Situation auch in anderen Ländern nicht so viel anders ist. Wie sieht es mit dem mit dem Zulassungsprozess von Pestiziden aus? Haben Sie da irgendwelche Lücken erkannt oder Probleme, wenn es um die Zulassung geht, seit Sie an dem Thema arbeiten? Naja, in Nigeria ist es so, dass der Zulassungsprozess nicht so tiefgreifend ist. Also es ist nicht so, dass die Regierungsbehörden oder Aufsichtsbehörden hier Prüfungen durchführen, sondern sehr oft haben sie einen Kapazitätsmangel, sie sind unterfinanziert, natürlich gibt es auch Korruption und natürlich auch einen Mangel an Personal und natürlich auch Probleme der Duplikation. Also es gibt hier überlappende Zuständigkeiten das führt also zu diesen nicht so tiefgreifenden Überprüfungen. Viele Behörden haben auch verschiedene Funktionen inne und viele sammeln teilweise nur Daten, ohne wirklich auszuwerten. Also ihnen fehlen die entsprechenden Kapazitäten, auch Laborkapazitäten. Beispielsweise gibt nicht genug Geld, um beispielsweise auf den Markt zu gehen und Proben einzukaufen. Niemand geht raus und schaut sich die Situation vor Ort an. Also natürlich gibt es auch politischen Druck, der kommt durch die Unternehmen, um sicherzustellen, dass natürlich viele dieser Produkte auf unseren Markt gelangen. Also viele Institutionen und Einrichtungen sind sehr schwach und die politischen Vorgaben werden häufig von privatwirtschaftlichen Unternehmen beeinflusst oder gesponsert sozusagen. Und ich kann Ihnen da auch noch Details geben bei Bedarf, aber es ist wirklich so, dass die Unternehmen hier wirklich Vorteile aus der Schwäche der Institutionen ziehen und das Ganze für sich nutzen. Und wie Katja schon gesagt hat, also es gibt dieses Narrativ, man könne nicht genug Lebensmittel produzieren ohne Pestizide. Das wird das als größtes Problem dargestellt. Also es gibt keine Alternative quasi zu Pestiziden. Das ist das Narrativ. Und es wird wirklich gesagt, die Landwirte sind schuld sozusagen. Also immer sind die Landwirtschaft ist schuld, wenn sie die Produkte nicht sicher anwenden und Ähnlichem. Also wenn es um die Sicherheit geht und die sichere Nutzung, dann ist es einfach so in der Realität und in vielen afrikanischen Ländern ist es so, dass man sich einfach nicht die Sicherheitsausrüstung leisten kann, die einen schützen. Und viele dieser Probleme werden einfach auf die Bäuerinnen und Bauern abgewälzt, die aber nichts dafür können. Und Berichte wie diese werden dann hoffentlich die Menschen mobilisieren und werden hoffentlich auch zivilgesellschaftliche Organisationen darauf aufmerksam machen und auch Regierungen und den Gesetzgeber. Und wir hoffen dann, dass es zu Änderungen kommt. Und wie organisieren Sie den Fortschritt sozusagen? Also was passiert vor Ort? Ist das ähnlich wie in Kenia? Gibt es da bereits ein Bewusstsein beim Thema Nahrungsmittelsicherheit oder sieht das ganz anders aus? Und was sind Ihre nächsten Schritte? Was wollen Sie als nächstes tun? Ikenna? I think we lost him. Ich glaube, die Leitung ist hier zusammengebrochen.
Also wenn Ikena jetzt nicht mehr da ist, ich kann ihn auch nicht mehr sehen, dann gehen wir noch einmal zurück nach Deutschland und Europa. Laila, was können wir hier in Deutschland und in Europa machen, um die Situation zu verbessern? Was würden Sie fordern von der deutschen Politik, der europäischen Politik und der Zivilgesellschaft, um sie in ihrer Arbeit zu unterstützen? Vielen herzlichen Dank, Silke. Ich denke, Ikena kommt sicherlich noch einmal zurück, damit wir auch hören können, was er gesagt hat. Ach, da ist er. Dann gehen wir zurück zu Ikena, bevor wir nochmal nach Deutschland blicken. Tut mir leid, mein Netz ist hier nicht so gut. Also Ikena, haben Sie meine Frage noch gehört? Ja, ich denke, ja. Können Sie die Frage vielleicht doch noch einmal wiederholen? Natürlich. Also die Frage ist, wie wollen Sie jetzt weiter voranschreiten? Also was sind Ihre Pläne jetzt? Was sind die nächsten Schritte, die Sie vorhaben? Und was ist bereits passiert? Also beispielsweise die Pestizidallianz wurde gegründet und alle diese Bewegungen, sind die ähnlich wie in Kenia organisiert? Und dann auch meine Frage dazu, ob es bereits ein Bewusstsein gibt oder gab es bereits ein Bewusstsein wie in Kenia zum Thema Lebensmittelsicherheit oder fangen Sie jetzt quasi mit einem ganz neuen Thema dort an? Also in Nigeria ist das, würde ich sagen, dass wir verschiedene Diskussionen haben und Debatten haben. Letztendlich muss man nur dafür sorgen, dass alle mit an Bord kommen. Und aufgrund der veröffentlichten Berichte waren wir in der Lage, Allianzen und Bündnisse zu schmieden. Wir haben ungefähr 25 große Organisationen, die dort beteiligt sind. Das ist also eine große Kraft, eine große Bewegung, die hier auch verschiedene Ressourcen aus verschiedenen Organisationen sozusagen mit einbringen. Und das Bündnis war auch in kurzer Zeit in der Lage, dafür zu sorgen, dass der Gesetzgeber reagieren musste. Und wir haben also viel Aufmerksamkeit auf das Thema lenken können. Und ein Teil dessen, was wir jetzt versuchen, ist, dass wir die Botschaften aussenden wollen. Wir brauchen auch noch weitere Informationen. Wir versuchen, mehr Konferenzen aufzusetzen, zu organisieren und einfach mehr Materialien zu entwickeln, die das Bewusstsein der Öffentlichkeit erhöhen. Das heißt, wir sehen hier auch viele Gespräche mit Menschen. Wir entwickeln auch Schulungen für den Ökolandbau beispielsweise, weil viele der Landwirte, insbesondere die Kleinbauern, können dann auch erfahren, wie der Ökolandbau ihnen helfen kann. Und dann werden wir uns natürlich auch um die Gesetzgebung kümmern und mit in die Nationalversammlung gehen. Also das sind quasi unsere derzeitigen Strategien, also größeres Bewusstsein, mehr Wissen, mehr Schulungen, mehr Fähigkeiten für die Verbraucher und die Bauern und natürlich auch die Regulierungsbehörden und Zusammenarbeit natürlich auch mit den Regierungsbehörden, die positiv reagieren, wie zum Beispiel das Gesundheitsministerium, die aktiv Maßnahmen ergreifen und wir haben ihnen beispielsweise auch dabei unterstützt und ihnen Hinweise gegeben. Und so können wir auch die Liste der verbotenen Substanzen in Nigeria erweitern. Und wir hoffen, dass wir auch striktere Regeln bekommen. Es gibt natürlich viel Politik, aber natürlich die Umsetzung ist ja auch wichtig. Und das muss natürlich noch stärker verfolgt werden. Also noch viele Dinge, die zu erledigen sind, zu machen sind. Gut. Dann kommen wir zurück nach Deutschland und Europa. Uns läuft leider die Zeit ein wenig davon, aber ich denke, die meisten Fragen wurden auch bereits beantwortet. Es gibt jetzt also noch ein bisschen Zeit für unsere Diskussion, also in etwa noch so 10 Minuten. Laila, was können wir hier in Deutschland und Europa machen, um die Situation zu verbessern? Was würden Sie erwarten oder was würden Sie fordern von der deutschen Seite oder der europäischen Seite und der Zivilgesellschaft?
Vielen herzlichen Dank, Silke. Ich denke, das eine, was wirklich dringend nötig ist, ist, dass wir uns um die Doppelstandards kümmern. Also ich denke, die deutsche Regierung sollte dem Beispiel von Frankreich folgen. Seit diesem Jahr hat der Verfassungsrat in Frankreich gesagt, dass es quasi illegal ist, Produkte herzustellen und zu exportieren aus Frankreich, die in Frankreich oder in der EU vielmehr nicht erlaubt sind, die verboten sind. Ich denke, das wäre wirklich der dringendste Punkt. Und natürlich müssen wir uns zweitens noch eine Veränderung der Rotterdam-Konvention anschauen. Da geht es um die Zustimmung. Ich denke, das ist quasi eine Art Ausflucht geworden, für europäische Regierungen Pestizide zu exportieren. Denn es gibt diese vorherige Zustimmung sozusagen nach Inkenntnissetzung, sodass die Menschen wissen, worum es bei diesen Produkten geht. Aber es obliegt dann den Menschen selber, ob sie diese Produkte einsetzen wollen oder nicht. Und man muss hier einfach sagen, dass das die Probleme nicht berücksichtigt in afrikanischen Ländern oder mit afrikanischen Regierungen, wo es einfach eine laxere Kontrolle vielleicht gibt oder weniger Ressourcen auch zum Beispiel für ein Monitoring, für eine Überwachung und auch für die Test- und Registrierungsphase, die Zulassungsphase. Und das ist das Zweite. Das Dritte wäre hier wirklich der Punkt Investitionen. Insbesondere auch im Bereich Entwicklungshilfe. Also das sind Dinge, die alle in Einklang gebracht werden müssen für eine Wende in der Landwirtschaft. Also viel Geld geht in die Landwirtschaft von der Seite der deutschen Regierung, aber sie muss eben auch in diese Wende in der Landwirtschaft, müssen diese Gelder gehen. Und man sollte hier nicht die industrielle Landwirtschaft unterstützen, weil das ist das, was wir gegenwärtig gerade sehen. Also es wird gesagt, ja, wir unterstützen die Wende und die Landwirtschaft, aber hauptsächlich werden derartige Sachen eben unterstützt. Und das sind also viele Schritte, die in der EU ergriffen werden müssen. Natürlich gibt es diesen Green Deal. Und natürlich müssen auch Verpflichtungen eingegangen werden von der neuen Koalition in Deutschland. Also in der Koalitionsvereinbarung wird natürlich auch ganz stark die Landwirtschaft, die ökologische Landwirtschaft angesprochen und in Deutschland sollen weniger Pestizide eingesetzt werden. Und wenn das natürlich die Herangehensweise ist, dann muss das natürlich auch zu Veränderungen in der Außenpolitik oder in der Politik gegenüber anderen Ländern, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent, führen. Im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass dieser Doppelstandard nicht weiter angelegt werden soll. Aber darüber sprechen wir morgen Abend. Gestern Abend klang es eigentlich recht vielversprechend, als gesagt wurde, dass bald auch der Öffentlichkeit Daten über den Einsatz von Pestiziden zur Verfügung gestellt werden und das sollte für Kenia eigentlich auch gelten. Die Frage ist also, wohin wird was und wie viel exportiert? Und die Exportmitteilungen über die Exporte nach Kenia, nach der Rotterdam-Vereinbarung, sind wirklich schockierend. Also wenn wir uns anschauen, wie viel aus Deutschland nach Kenia geht, das ist wirklich eine Menge. Es ist tatsächlich kein Grund da, warum so viel exportiert wird. Es gab keine Heuschreckenplage oder Ähnliches, was uns in jüngerer Zeit besonders betroffen hätte. Insofern gibt es da keine Erklärung für. Das ist also wirklich besorgniserregend. Und ein anderes Problem sehe ich hier auch noch, nämlich die Möglichkeit, dass Datensätze gekauft werden können. Für $6,000 oder was? Ich meine, das sind doch wirklich besorgniserregende Zahlen. Da wird Information sozusagen verkauft, um damit zu agieren. Das sollte nicht legal sein.
Kinder, es gibt keine Schutzmaßnahmen, kein Equipment dafür, es gibt keine Milderungsmaßnahmen. Das sind alles Sachen, für die die Industrie verantwortlich ist. Was sollte also geschehen, um den Einsatz von Pestiziden in Nigeria anders zu gestalten? Was ist hier zu verbessern? Ich denke, die Verantwortung muss stärker wahrgenommen werden. Auch was zum Beispiel die Umsetzung und Anwendung der Gesetze angeht. Niemand wird zur Verantwortung gezogen, oder oft wird niemand zur Verantwortung gezogen. Aber so sollte es nicht sein. Eigentlich sind diejenigen, die Produkte oder Dienste verkaufen, auch verantwortlich sein oder zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie verkaufen. Es darf hier nicht doppelten Standard geben. Es ist also wichtig, dass wir auch weitermachen und deutlich zeigen, welche Alternativen es gibt. Das ist unerlässlich. Und gleichzeitig muss dafür gesorgt werden, dass alternative Wege auch wirklich beschritten werden können. Und es müssen auch entsprechende Investitionen in alternative Lösungen geben, damit eben nicht diese hochtoxischen Substanzen aufgebracht werden. Und es muss sicherlich auch Lobbyarbeit geleistet werden, was die Regulierungsbehörden angeht. Aber das hatten Sie ja bereits gesagt. Ja, es wäre auch wichtig, dass die Unternehmen die nationale Souveränität respektieren, also tatsächlich ernst nehmen, was es an lokalen oder nationalen Gesetzen in den Ländern gibt, in denen sie arbeiten. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die angeführt werden können, die zeigen, dass es ganz oft nicht so ist. Wenn es also in einem Land eine Politik gibt, Maßnahmen gibt, die ergriffen werden müssen in bestimmten Situationen, dann muss das auch möglich sein. Es kann nicht einfach die Option der Unternehmen aus dem Ausland sein, ins Land zu kommen, um Profit zu machen. Es geht um die Interessen der Menschen, die dort leben. Und wir brauchen, glaube ich, auch hier eine bessere Moral, was die Aktionen, das Agieren von Unternehmen im Land angeht. Ganz richtig. Der Dokumentarfilm zeigt ja auch auf, welche Alternativen es gibt, auch alternative Landwirtschaftssysteme. Zum Teil gibt es die bereits in Kenia. Möchte vielleicht einer von Ihnen noch etwas sagen zu anderen Alternativen, zu anderen Optionen, die es in Kenia oder Nigeria gibt? Wir haben durchaus eine ganze Reihe von ökologischen Farmen und Projekten in Nigeria, zum Beispiel hier in Abuja. Und die Ergebnisse, die wir dort erzielen, sind wirklich faszinierend. Die sind ganz toll. Das sind Initiativen, die von der Zivilgesellschaft, von den lokalen Bäuerinnen und Bauern und auch mithilfe der GIZ realisiert wurden, um eben Alternativen zu finden für den Einsatz von Pestiziden. Diese ökologischen Farmen funktionieren wirklich sehr, sehr gut und zeigen auf, dass alternative Wege gegangen werden können. Und ja, insofern beantworte ich die Frage mit ja. Es gibt über die Beispiele, die wir im Film gesehen haben, auch noch andere Projekte, die deutlich machen, dass es auch ohne diese chemischen Dünger, Pestizide und Ähnliches geht. Es sind also Lösungen denkbar.
Laila, vielleicht noch eine abschließende Bemerkung von Ihnen zum Thema Alternativen in Kenia. Ja, das ist ähnlich wie Nigeria. Es gibt so ein paar Nischen, es gibt Leute, die alternative Pflanzenarbeit betreiben, Alternativen suchen zu Herbiziden, Pestiziden und all den anderen Substanzen. Das hat auch eine soziale und eine politische Dimension, muss man sagen. Und wir wissen ja auch, dass ein Übergang in eine andere Landwirtschaft nicht alleine läuft über die Investitionen, sondern das muss tatsächlich ein großes Ganzes sein. Es muss also Projekte geben, die auch politisch gewollt und realisiert werden. Das heißt, wir brauchen die Unterstützung der nationalen, der lokalen, der regionalen Regierungen und wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Gesetzgebung, damit das klappen kann. Es ist wichtig, dass auch deutlich gemacht wird, was ein Übergang in eine ökologische Landwirtschaft bedeutet. Die Menschen müssen das verstehen. Und man muss auch verstehen, dass es eben nicht nur um Wandel auf der Farm geht, sondern das geht weit darüber hinaus. Es ist wichtig, dass die Farmer verstehen, was hier geschieht. Aber der ökologische Kontext, das große Ganze, ist ebenso wichtig, muss in den Köpfen der Menschen sein. Ansonsten funktioniert das mit dem Übergang nicht. Auch das Nahrungsmittelsystem insgesamt muss umgestaltet werden. Es ist ja zum Beispiel so, dass indigene Futtermittel oder Saatgut aus dem Land selbst nicht verwendet werden kann in dem aktuellen System. Wie kann man denn überhaupt beginnen, Lösungen zu entwickeln, wenn es nicht einmal möglich ist, die eigenen heimischen Produkte zu verwenden? Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, das habe ich ja bereits angedeutet, als ich den politischen Kontext genannt habe. Vieles, was eigentlich machbar wäre oder gemacht werden sollte, wird bestraft. Und das gilt tatsächlich ganz besonders für die heimischen Saatguten. Auch daran arbeiten wir. Auch hier brauchen wir Vereinbarungen, die dem Wandel, den wir doch sehen wollen, entsprechen. On the ground. Vor Ort. Beate, wie sieht es bei Ihnen aus? Gibt es da noch offene Fragen? Es gibt noch eine Frage zum Thema Landkauf. Ist es so, dass China die fruchtbarsten Böden aufkauft, das fruchtbarste Land aufkauft, so dass die Farmer in Kenia weniger fruchtbares Land zur Verfügung haben, also nur weniger fruchtbares Land zur Verfügung haben. Kann dazu noch jemand was sagen? Das war eine Frage aus dem Chat. Beate, ich muss sagen, ich habe nicht genug Informationen, um diese Frage zu beantworten, die Frage zum Thema Landgrabbing. Also es wäre nicht verantwortungsvoll, wenn ich jetzt versuchen würde, die zu beantworten. Vielleicht verschieben wir das, vielleicht vertagen wir die Frage, vielleicht befassen wir uns mal ganz spezifisch mit dem Thema Landgrabbing auf dem afrikanischen Kontinent. Okay. Danke, Katja, der war total fleißig. Super. Okay, dann möchte ich einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Klar ist, dass also ein großes Problem besteht in der Art der Anwendung von Pestiziden, was wir jetzt eindeutig in Kenia und Nigeria auch sehen konnten, was allerdings nicht den Kleinbäuerinnen und Bauern zugeschrieben werden kann, sondern wirklich der fehlenden Infrastruktur. Also es werden viele sehr toxische Pestizide sind noch auf dem Markt. Viele davon sind in Europa schon seit langer Zeit vom Markt genommen worden und werden aber weiterhin noch ins Ausland exportiert. Und dazu kommt noch, dass vor allem fehlende Schutzausrüstung und ungenügende Sachkunde im Umgang mit ohnehin schon sehr toxischen Pestiziden die potenziellen umwelt- und gesundheitlichen Risiken dabei noch erhöhen.
Vielleicht ist es hier auch nochmal wichtig klarzustellen, dass es, glaube ich, den Akteuren nicht um ein generelles Verbot aller Pestizide geht, sondern um eine Reduzierung hochgefährlicher Pestizide und um eine bewusstere und vielleicht kritischere Betrachtungsweise. Und klar ist auch, dass der Absatzmarkt von Pestiziden in Afrika steigt und die Industrie hier sicherlich eine große Chance sieht. Gleichzeitig ist aber die Kapazität der Registrierungsbehörden, wie wir jetzt gehört haben, in Nigeria, aber auch in Kenia limitiert. Und es wurde aber auch gezeigt, dass das Bewusstsein der Bevölkerung zum Beispiel in Kenia steigt und die Kampagnen und die Widerstände mehr und mehr von der Zivilbevölkerung unterstützt werden. Und so wird mehr und mehr Druck auch auf die Regierung ausgeübt. Und alles deutet darauf hin, dass es dringend notwendig ist, den Doppelstandard abzuschaffen. Und mehr dazu gibt es sicherlich auch noch morgen Abend. Da wird das Problem dann nämlich nochmal aufgegriffen anhand, ich glaube, von Südafrika und Brasilien. Und ich möchte mich jetzt hier ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken, vor allem auch nochmal wieder bei Laila, da es jetzt mittlerweile bei dir schon 23:30 ist, dass du noch nicht eingeschlafen bist. Super. Aber auch bei allen anderen Teilnehmern. Danke, Ikena, danke, Katja. Und auch bei den Teilnehmern, dass sie bis jetzt noch ausgeharrt haben und so ein Interesse an diesem Thema gezeigt haben. Ja, vielen Dank und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss. Silke, hörst du mich? Hörst du mich? Gibt es ja. Gibt es? Hallo? Ist Schlüssel?